Und schon sind wir wieder zurück beim Traktor-Werkstatt-Simulator 2015. Und ja, wir widmen uns heute mal diesem schicken Drescher. Falls ihr euch wundert, was dieses leichte Rauschen im Hintergrund ist, das ist das hier. Ich hatte mich nämlich selber eben gewundert und habe festgestellt, dass die Elektrik in dieser Bude nicht sehr vertrauenswürdig ist, wenn man sich das ansieht. Aber naja. Und ja, also wir sollen bei diesem schönen Drescher, sollen wir erstmal den... Der Kunde denkt, dass eines der Räder nicht ordentlich funktioniert. Kannst du helfen? Das ist eine gute Frage. So, unsere Aufgabenbeschreibung. Lokalisiere und ersetze das beschädigte Rad. Können wir machen. Führe eine Probefahrt auf der Teststrecke durch. Machen wir doch glatt. So, die Frage ist, welches Rad? Und dafür sind wir ja da. Wir überprüfen. Rad Nummer 1. Ist okay. Wir überprüfen. Rad Nummer 2. Ist nicht gut. Wer hat denn das gedacht? Wir überprüfen. Na. Rad Nummer 3. Sieht doch gut aus. Wir überprüfen Rad Nummer 4. Sieht auch sehr gut aus, also haben wir nur ein Rad, womit wir uns beschäftigen müssen. Gut, ich dachte erst, das wird doch ein bisschen eine heftigere Reparatur, aber Oi. So, und zum Moment. Wir sind ja nicht doof. Wir überprüfen mal nämlich auch gleich nochmal hier ein bisschen was. Aber ich denke mal, der Kunde sagte nur irgendwas vom Rad. Und nicht von irgendwie hier noch irgendeinem anderen Spielzeug. Dachte ich doch. So, also Rad auswuchten bzw. Rad reparieren war eine Auswuchtmaschine. Was auch schon sehr kurios ist, aber naja. Aber wie gesagt, schade, dass man hier die Animation nicht sieht. Moment. Der ist wieder so ein... Naja. Nee, sieht man auch nicht. Schade. Repariert. Bison Hinterrad. Okay. So, montieren das wieder ran und dann haben wir das Thema auch schon wieder erledigt. Wir wollen... Nein, da wollen wir hin. Ja. Wir schrauben doch so gerne. So. Drescher ist erledigt. Nur noch die Probefahrt machen. Können wir den eigentlich auch hochheben? Nee. Schade. Aber gut, beim Drescher kommt man auch gut oben überall ran. Was soll man nach unten? Selbst der Ölwechsel, der wird ja von oben erledigt. Ja. Und da sind wir wieder auf der guten alten Teststrecke. Wir führen jetzt nur einen Bremsentest und einen Lenkungstest durch. Gucken wir mal, dass wir das Ding mal auf Höchstgeschwindigkeit hier kriegen. Und... Stopp! Ja, passt. Oh, das ist ja... Ja. Bei dem letzten Drescher, da wird sich der Kunde bestimmt gewundert haben, wo da die Beulen herkommen, die ganzen Kratzer und alles. Aber wir waren das ja nicht, ne? Welche Werkstatt würde schon freiwillig zugeben, dass sie irgendwas kaputt gemacht hat am Auto?
zumindest kenne ich da ja, eine nette Werkstatt, die mir nicht gesagt hat, dass sie mir die Kupplung in den Arsch gemacht hat. Von meinem Auto. Aber so ist es halt. Vertraue deiner Werkstatt nie, es sei denn, du kennst die Leute persönlich. Und selbst dann, naja, aber egal. Das sind Erfahrungswerte, die man machen muss oder auch nicht machen muss, aber machen kann, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir den Drescher jetzt erledigt. Der Kunde kann ihn abholen, er ist repariert, er hat das wieder alles in Ordnung. Und ja, repariert. Und schon kommen wir zu Auftrag Nummer 15. Mann, das geht ja hier wie am Fließband. Hätte ich ja nicht gedacht. Mal gucken, was der Kunde hier hat. Beim Nachhause? Achso, beim Nachhause. Oh Mann. Oh. Ja, es ist schon ein wenig spät und die Augen lassen auch nach. Beim Nachhausefahren hat der Kunde die Ölwanne beschädigt. Hilf ihm bei diesem Problem. Gut, können wir wahrscheinlich machen. So, Aufgabenbeschreibung. Ersetze die beschädigte Ölwanne. Wechsle das Öl und führe eine Probefahrt auf der Teststrecke durch. Ja gut, sollte nicht das Problem sein. So, dazu machen wir erstmal die Motorhaube auf. So, dann fahren wir das ganze Ding mal nach oben. Dann bauen wir die Ölwanne aus. Aber erstmal müssen wir das Öl ablassen. Eine Ölwanne mit Öl drin abbauen, das macht sich nicht so gut. Ich hoffe, ich habe jetzt hier richtig getroffen. Ja, sieht gut aus. Da ist die Schraube. Volltreffer. Mann, bin ich gut. Ist nur mit 4 Schrauben. Oh, na okay. Ja, beim Auto hat man ja, da weiß ich nicht, da 20, 25 so Schräubchen links und also links und rechts und oben und unten. Gut, das war die Ölwanne. Na, wo bin ich denn jetzt hier? Erstmal das Gerät wieder weg. Schön in die Ecke. Eine Ölwanne. Ja, das ist ja... ist ja ein Lacher. Bauen wir sie wieder ein. Na, wo ist der denn? Ah. Meine Herrschaften. Erstmal fixiert und jetzt wird es auch richtig festgemacht. Haben wir. Ah, halt. Nein. Wieder einmal zu weit geklickt. Wir müssen ja noch die Ölschraube einsetzen. So, jetzt haben wir es. Also runterlassen, Öl rein, fertig. So. So, mal gucken, ob es das gewesen ist. Ich hoffe doch. Ja, gut, passt. So, Motorhaube können wir wieder zumachen. Jawohl, machen wir noch die Probefahrt. Und da fährt der Traktor mit nagelneuem Öl an Bord. Aber mal gucken, ob sich es auch bemerkbar macht. Vor allem, ob der Kunde damit auch zufrieden ist. Aber warum nicht? Zumindest kriegt er keine Anzeige mehr, weil er die Umwelt verschmutzt mit seiner kaputten Ölwanne. Ist ja auch nicht verkehrt. Spart er Geld. Und
wir tun das natürlich alles nur der Umwelt zuliebe. Damit keiner sagen kann, wir verschmutzen hier die Umwelt in unserer guten Werkstatt. Und das wollen wir ja nicht. Wenn wir dann wirklich irgendwie dann ab dem 25. Auftrag dann eine neue Werkstatt bekommen, dann wäre das natürlich auch nicht schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das Spiel macht, auch wenn es ja eigentlich ein simples Spiel ist, aber es macht Spaß. Das macht mir wirklich so einen Riesenspaß. Also ich könnte hier wirklich, wirklich das ganze Ding hier in einem Ding, also hier in einer Nacht hier durchzocken. Aber das möchte ich auch nicht. Ich möchte ein bisschen was von haben. So, erledigt. Tests alle bestanden. Ja, wie gesagt, es macht wirklich Riesenspaß. Erstaunlicherweise. So. Repariert. 120 Tacken. Naja. Also die Preise sind wirklich ein Witz. Also auf den grünen Zweig kommt man hier mit den Einnahmen nicht wirklich. Aber gut, es reicht zumindest, um die Ersatzteile zu kaufen. So, Auftrag Nummer 16. Der Kunde hat ein Problem mit festsitzenden Narbenelementen an den Vorderrädern. Finde heraus, was das Problem ist. Gut, finde heraus, welche Elemente repariert werden, welches Element repariert werden muss und repariere es. Führe eine Probefahrt durch. Alles klar. Aber anhand des Geldes kann man schon sagen, dass es ein bisschen was Größeres sein wird. Was auseinandernehmen. Weil wir so gerne schrauben. So, schauen wir mal. Zap, zarab. Ist alles in Ordnung. Oh nee, ne? Naja. Ja, auf die kleinsten Kleinigkeiten kommt nicht. Aber wir müssen das Rad ja sowieso abbauen, sonst kommen wir nicht an die Rattenhabe. Gut. Das haben wir das Ding schon überprüft. Auch nicht wirklich in Ordnung, ne? Nein, nehmen wir das auch gleich mal mit. Hier genau das gleiche. Die ist in Ordnung, gut. Eieieiei. Klar wollen wir das alles reparieren. Bleibt uns ja nichts übrig. So, Nummer 1 ist erledigt. Festziehen. Probefahrt machen. Jawohl. Und herzlich willkommen zurück auf der Buckelpiste. Wir werden jetzt ein kleines Rennen veranstalten und hoffen, dass uns die Karre nicht unterm Arsch zusammenbricht. Das auch noch in der Dunkelheit, ne, dann sieht es wenigstens keiner.
auch. Wir haben irgendwas vergessen anzuschauen. Aber nein, es ist alles in Ordnung. Und Lenkung auch super. Kleines Geld natürlich da. Jo, meine Freunde. Das war's auch schon wieder, denke ich mal, jetzt für diesen Part. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Däumchen nach oben da, schreibt mir was Nettes in die Kommentare und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Würde mich sehr freuen. Gut, also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Und jo. Bis zum nächsten Part, ja. Euer Ben Hoshi, ciao, ciao.